Na hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von City Skylines 2. Wir starten hier direkt mit einem neuen Erfolg. Und zwar mit dem Meilenstein 9. Größeres Städtchen. Gratuliere, du kommst sehr gut voran. Gott, das für meine Sprachfehler heute. Fängt ja schon wieder gut an. Wie gesagt, Hallöchen YouTube. Ich will euch auch gar nicht lange aufhalten hier. Wir starten einfach mal direkt durch. Gucken wir uns den Fortschritt mal an hier. So. Darlehenslimit hat sich um 800.000 erhöht. Gewerbebäude mit hoher Dichte in nordamerikanischen Stil und europäischen Stil natürlich. Sehr schön. Habt ihr eine Ahnung, was wir hier eigentlich machen wollen? Wir könnten Notstromgeneratoren noch nehmen. Wäre... Wir haben auch keine Katastrophen an, soweit ich weiß, ne? Also würde sich das dahingehend schon mal nicht lohnen. So, was haben wir hier? Industrie... Müllverarbeitung. So. Hier könnten wir noch weitergehen. Hier sollten wir unbedingt mal die Feuerwache freischalten. Polizeihauptquartier. Wir wollten auf jeden Fall noch das Rathaus haben, soweit ich weiß, ne? So. Ja, genau, um die Preise jetzt ein bisschen zu verringern. Zentralbank. Okay. Wasserwege und sowas, das können wir später noch machen. Kommunikation. So, Postsortierzentrum, das könnten wir noch nehmen. Könnten wir, aber das lassen wir jetzt erstmal. Was haben wir hier noch? Krankenhaus haben wir, das haben wir. Seuchenschutzbehörde. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so und gucken uns mal an, was hier mit unserer Stadt los ist. So, was ist hier los? Hier... Kein Fußgängerzugang. Ja, ihr habt ja auch echt bescheiden gebaut, würde ich mal behaupten. Und zwar, woran liegt das? Wieso baut ihr denn da denn? Das hier unten gefällt mir gerade überhaupt nicht. Und zwar, weil... Darum, ne? Könnten wir hier raus einen Kreisverkehr in Ampel machen. Nee, anscheinend nicht. Dazu müsste ich... und zwar... Na wunderbar. Also hier ist anscheinend eine ganze Menge passiert. Mhm. So, aber für die haben wir jetzt nicht irgendwie, also für das dicht besiedelte Gewerbegebiet haben wir jetzt nicht extra irgendwas, ne? So, hier hinten. So, wir hatten ja hier, könnten hier, da haben wir ein kleines Ärztehaus, haben wir den Friedhof, was haben wir hier hinten eigentlich, hier hinten haben wir gar nichts, nichts dergleichen hatten wir hier hinten, aber hier hinten,
hier nämlich das Krankenhaus zum Schmeißen, das geht. Ja, das gibt es nein, gibt nicht. Was will man da mehr? Schauen wir mal weiter. So. Wasser. Was haben wir bei Wasser jetzt noch? Abwasseraufbereitungsanlage. Ist das irgendwo zu stehen? Tatsächlich, die habe ich hier. Wasseraufbereitungsanlage, genau. Was ist mit euch los? Schmutziges Wasser. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. So. Traumazentrum. Schrauberlandeplatz. Spezialbehandlungsstation. Okay. Also da können wir noch eine ganze Menge dran anscheinend ausmachen. Aber jetzt kommen wir uns hier erstmal in das schmutzige Wasser. Klar, Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. So, ich glaube, so sollte es eigentlich gehen. Perfekt. So, das vielleicht an den Abwassern? Wasserhandel haben wir nicht. Nee, Abwasser haben wir auch nicht. Aber warum kriegen die denn hier nur schmutziges Wasser? So, wo ist meine Wasseraufbereitung hier? Warum ist das denn so? So. Das sind diese Filtersysteme, okay. Das heißt, ich muss die im Endeffekt umziehen lassen, damit ich das noch mit andocken kann. So, wenn ich dich da und dich im Endeffekt... Warte mal. Kann ich dich... So. Wenn ich das jetzt so mache... könnte ich ja... So... Dich... Nee, noch mehr komme ich nicht, also muss ich das so machen. Und dann kann ich dich da hinsetzen. So. Dann sollte das ja eigentlich passen, ne? Das wird jetzt einen Moment dauern natürlich. So. Aber kommt ihr denn auch damit zurecht? Effizienz
89%, 101. Gut, die müssen jetzt natürlich erstmal wieder richtig heiß laufen. Das ist logisch. Es wird einen Moment dauern. Also die lassen wir denn jetzt erstmal. Aber wir müssen eventuell nochmal... Genau, hier hinten müssten wir dann mal... Ups. Eine kleine Straße hinsetzen. Damit wir hier... Dort nochmal eine Wasserpumpe hinstellen können, damit die Leute zufrieden sind. So. Christmas bells cast a spell on the world. Dann werten wir die aber gleich mal mit auf, damit die Leute hoffentlich gleich zufrieden wieder sind. So. Wasserpumpe verschmutzt was. Wieso bist du verschmutzt? Kann man dich irgendwie... When a bluebird calls on Christmas. Wollen wir den das mal kurz umziehen? Oder reiße ich den einfach ab? Wäre das, weil das Grundwasser hier ist ja anscheinend überbeansprucht. So, warum bist du verstopft? Verschmutzung und Lärm 6%. 0. Nutzung 0. So, wie geht's dem dahinter? Ich reiß den anderen einfach mal ab hier. A starry night on Christmas. Jetzt haben die da hinten auch verschmutzt das Wasser. All just seems to fade on Christmas. So, der fliegt jetzt weg. When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas. So, damit hätten wir das also auch schon mal weg. Wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen darum. So. Dann bauen wir da mal zwei so eine kleine Gebäude hin. Und hier. So, dann braucht man natürlich auch noch ein bisschen Industrie wieder mal. Das sollte reichen. So, was haben wir denn noch? Wir hatten noch eine neue Feuerwehr, fällt mir gerade ein. Allerdings können wir uns die gerade nicht leisten, genauso wenig... Oh, doch, hier, da, das Rathaus. Das Rathaus. Ach,
Oje, wo kann man Dächern stellen? Direkt ins Industriegebiet. Nein, nein, Spaß. Wo stelle ich denn dich hin? Also dieses Gewerbe wird irgendwie nicht weniger. Habe ich das Gefühl, zumindest gerade. Ich stelle das Rathaus jetzt erstmal hier hin. Und dann nehme ich mir mal dich und dich. Halt, nein. Du sollst schon das da bleiben. So. So, ja, europäisch natürlich auch, danke. Aber wir kriegen... Was ist denn Plus? Durch das Rathaus sind wir echt gut im Plus, wa? Mittlere Dichte. Achso, es war mittlere Dichte. Die billige Mietwohnung ist ja für hohe Dichte. Wir stopfen euch mal dahin. Wenn wir jetzt so nach und nach. Gehen wir mal kurz hier rüber. Wo hätten wir mehr Bevölkerung? Hier haben wir mehr Bevölkerung. Wenn wir diese kleinen gegen große austauschen. Wäre das möglich? Würde das was bringen? Könnte wetten, das bringt zwar was, aber halt auch nur minimal. So. Ja, dankeschön, 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 dankeschön. Aber es könnte was werden, ne? Schön, dass wir Winter haben. Wenn ich... Wir brauchen ja noch Industrie, ne? Das heißt, wir brauchen ja hier hinten dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was. So, wenn ich das jetzt im Endeffekt so mache. Mal hier ein schönes Rechteck. Da mache ich weiter. Und irgendwas ist da hinten los.
Mir fehlt noch ein Krankenwagen und... Was ist hier los? Ach so, hier fehlen die Gleise. Hier habe ich die Gleise falsch hingesetzt. Ach hey. Oh. Natürlich, Herr Laubner. Natürlich. So. Das war eine vierspurige. So. Und dann können wir natürlich auch hier. Warum ist das jetzt so? Warum? So. Kriege ich das denn auch nur in einer Richtung hin? Nö. Sind die bei den Straßen mit drin? Oh Gott, das werden wir euch nicht gemacht. Okay. Darum kümmere ich mich mal, wenn es denn soweit ist. Aber irgendwie will er immer noch Gewerbe haben. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt... So... Wir übertreiben es ein bisschen. Immerhin wollen sie alle was davon haben, also sollte dies ja eigentlich soweit dann passen. Ich finde unser kleines Städtchen eigentlich inzwischen ganz hübsch. Sieht ein bisschen wie Kauderwelsch aus, aber das passt soweit eigentlich ganz gut. Also mich stört's nicht. Das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, das war halt wirklich an dicht besiedelten und gering besiedelten halt wenig bauen können dürfen von dem Spiel aus.